Schalom, Freunde! Schalomchen! Heute ist es soweit. Ihr habt uns zigmal gefragt. Zusatz-Akku-Video. Ausführlich bitte. Heute Schritt-für-Schritt-Anleitung. Deswegen quatschen wir gar nicht lange und wir zeigen euch, wie das funktioniert. Yeah! Ja, das letzte Zusatz-Akku-Video, das war ja ein bisschen... Da brauchst du ja Schokoriegel, dann machst du mit Kabelbinder hier, ne, da hast du einen Schraubendreher. Da brauchst du ja immer noch, was ist das hier, Heavy Rain, ne, und Beyond Two Souls. Dann nimmst du das alles in den Sack, steckst das alles da rein und dann kannst einstecken, Thorsten. Fertig. Ja, deswegen zeigen wir euch heute mal ein bisschen ausführlicher, ganz in Ruhe, was ihr dafür braucht, ohne irgendwelchen Bullshit. Nein, da kommt ihr nicht drum rum, da tut mir leid. Und würde ich sagen, dann fangen wir mal an, Freunde. Achso. Konnichiwa. So, jetzt haben wir mal alles hier vorbereitet. Achso. Was ihr braucht. Also erstmal. Einen Lötkolben, aber den nicht unbedingt. Und wer jetzt schon der Erste hört, Lötkolben, ich kann eigentlich gar nicht löten und das kostet mir eigentlich zu viel. Weiß ich nicht. Wartet ab, Freunde. Ihr braucht nicht unbedingt einen Lötkolben. Da kommen wir gleich zu. So, Multimeter. Multimeter, ganz wichtig. Braucht ihr auf jeden Fall. Kriegst du bei Amazon für 3 Euro. Haben wir euch alles verlinkt. Alle Links in der Videobeschreibung. Schrumpfschläuche? Bei Schrumpfschläuche, die kosten auch gar nichts. Ganz kurz. Hier, das ist der Zusatzakku. Und das ist der Adapter. Den könnt ihr einfach fertig kaufen. Ist besser, als den selber zu basteln. Außer jemand von euch möchte gerne basteln. Aber unnötig. Kauft den einfach. Einfach den zu basteln normalerweise. Wenn man ein bisschen Plan hat, dann geht das. So, Freunde, das hier ist ein XC60-Stecker. Der müsste hier an diesen Zusatzakku. Manche Zusatzakkus haben schon das passende Gegenstück da dran. Der jetzt nicht. Dafür ist der Lötkolben da. Da zeigen wir euch gleich, wie das geht. Ist ganz, ganz einfach. Dann empfiehlt sich vielleicht ein Cuttermesser oder eine Schere oder sowas, um gleich ein Kabel abzuisolieren. Hier einen Torx T10-Stecker, den braucht ihr, um das Bodenblech... Stecker ist ein Schraubendreher. Ach komm, jetzt mal. Das braucht ihr, um den Scheiß hier, kann ich mal zeigen, um das hier zu lösen, die Schrauben hier. Dann vielleicht ein paar Kabelbinder, um den Zusatzakku zu befestigen. Eine Tasche, wo ihr den Zusatzakku reintun könnt, haben wir jetzt erstmal nicht. Ist erstmal unnötig, aber wir verlinken euch da mal ein paar. Wir haben da eigentlich gute rausgesucht, meine ist ja auch in der Tasche. Genau. Dann braucht ihr einen Schraubendreher, weil nämlich hier zwischen, hier im E-Scooter, kommt hier, geht hier wieder raus, kommt dann hier an den Zusatzakku. Hier ist aber Bauschaum drin und da müsst ihr halt irgendwie durchstechen. Dafür nimmt man einfach einen Schraubendreher und dann sollte das gehen. Und eine Kneifzange. Und dann ist eigentlich eine Abisolierzange. Also eine Abisolierzange braucht ihr, um die Kabel abzuisolieren, um nicht anzukommen. Aber im Notfall tut es auch einen Seitenschneider, eine Schere oder whatever. Vielleicht die Zähne. Da fällt einem schon was ein. Ja, Freunde, ich würde sagen. Schauen wir erstmal diesen Scooter los. Beginnen wir. So. Hier müssen wir hier mal sehen. Ich mach mal ein bisschen Licht. Ist ein bisschen dunkel. So. Achso, Entschuldigung. Sie dürfen jetzt beginnen, den Schraubendreher zu schrauben. Ich beginne. Am besten ist, ihr legt die Schrauben nicht einfach so auf den Boden, so wie er das jetzt macht. Das ist absolut scheiße. Survival Masters, deswegen funktioniert das auch so. Ach übrigens, abonniert uns. Ja, das wäre echt nett, weil wir geben uns ja echt Mühe und so. Extra nochmal E-Scooter gekauft. Nur damit wir euch das zeigen können. Und ja. Wie gesagt, wir können eigentlich gucken, wir beantworten eigentlich jedes Kommentar. Ja, auch welche, die 40 Mal gestellt werden, was andauernd passiert. Aber... egal. Leute, lest mehr Kommentare. Da sind die meisten die Fragen schon beantwortet worden. Ja, ziemlich viele. Wenn einer mal doppelt stellt, ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist gut für den Algorithmus, wenn hier Kommentare bei uns auf dem Channel sind. Dann schreibt Kommentare, wie ihr wollt. Schreibt, wie ihr wollt. Mir macht halt nichts aus. So, Freunde, ich würde sagen, wir cutten ganz kurz und sehen uns gleich, wenn das Ding offen ist. Da geht's, Freunde. Weiter geht's. Wir haben die Schrauben abgemacht, haben wir hier hingelegt. Leg ich am besten auf der Fensterbank. Mit den ganzen Marmeladen. Marmelade ist gut. So, schauen wir jetzt mal rein, was wieder in dem. So, Schrauben haben wir alle gelöst, müsst ihr auch machen, ganz wichtig. Sonst müsst ihr Ding halt abbrechen, aber das ist nicht zu empfehlen. Machen wir auf. Oh, Freunde, was ist das denn? Oh, da ist ja Silber drin. Silbermünze, wie kommt die denn da rein? Ist die vielleicht von unserem Silbervideo, was wir letztes gemacht haben? Weiß ich nicht, schaut da mal rein. Schaut mal rein. Schaut mal rein. Aber die Silbermünze. Übrigens, die könnt ihr leider nicht gewinnen. Außer ihr wollt's. Vielleicht. Vielleicht können wir es auch mal gewinnen. Von hier haben wir den originalen Akku.
Ihr könnt schon sehen, der hat 7650 mAh. Wird er nicht mit 6800 beworben? Mit 7800 wird er beworben. Michael, egal, Freunde. So, das ist der originale. Das sind die 10%. Das ist der originale Akku. Kabel vom Akku geht hier auf das. Wir nennen jetzt einfach mal Mainboard. Ich habe keine Ahnung, ob das auch so heißt, aber wir nennen einfach mal Mainboard. Kabel geht hier dahin. Wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir das ab. Zack. So. Jetzt haben wir das Ding quasi außer Gefecht gesetzt. Funktioniert gar nichts mehr, ist tot. Funktioniert gar nichts mehr. Jetzt nehmen wir diesen Adapter. Der Adapter wird hier angeschlossen. Das ist quasi eine Brücke. Quasi das Kabel geht jetzt erst hier rein, damit auch noch Strom von der anderen Seite kommen kann. Stecken wir hier rein. Zack. Und jetzt stecken wir dieses Kabel, das ist ein XT30-Stecker. Den stecken wir einfach hier rein. Guck, dass du das richtig rum machst. Ja, es ist richtig rum. Du kannst es nicht falsch reinstecken, weil hier an einer Ecke. Es ist eigentlich nur ein eckig und ein rund. Genau. So, Freunde, jetzt haben wir schon den Adapter angeschlossen. Das war ja ganz einfach. Also im Prinzip können wir es wieder zumachen. Das würde ich dann am besten hier irgendwo so verschwinden lassen. Das ist schon hier abgerundet, dass man das hier einigermaßen gut reinstopfen kann. Stopft es, wie gesagt, einfach hier rein. Passiert eigentlich nichts. Nimmt das Silber vorher raus? Eben, das Silber nimmt er am besten raus. Sonst habt ihr höhere Diebstahlchancen. Und jetzt hier der Bauschaum, den ich gemeint habe. Wir wollen ja jetzt quasi den Adapter hier reinstecken. Also das Kabel muss hier rein und hier wieder rauskommen. Dazu nehmen wir am besten einfach mal irgendwas, machen das hier raus. Bisschen popeln. Dafür haben wir extra diesen Schraubendreher, den wir gerade kurz im Intro gezeigt haben. Einen Moment. Nehmen wir den einfach mal und stechen damit alles ab. So, jetzt nehmen wir vorsichtig, ne? Vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Patrick. Hi. Flasche schon auf. Machen wir so ein kleines Löchlein rein. Macht es nicht zu groß. Das ist natürlich Isolierung. Alle Isolierung. Ganz schön pervers aus, was du da machst. Ja, ja. So, jetzt müssen wir den hier rauskriegen. Das Problem ist, also was heißt Problem? Wenn ihr den Zusatzakku, den Adapter selber baut, dann ist das leichter, weil ihr könnt dann nur die Kabel hier durchziehen. Jetzt müssen wir gucken, ob wir den ganzen Stecker hier durchkriegen. Wird auch funktionieren, Freunde. Einfach ein bisschen Geduld haben. Quasi Stecker hier rein. Einmal reinstecken, das Ding. Richtig reinhalten. Okay. Und dann hier wieder rausziehen. Dazu öffnen wir jetzt gleich mal der Gerät. So. Der Gerät ist jetzt gleich geöffnet. Oh, das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Da ist sogar Bauschaum drin. Also, der ist neuer als unser. Also, wir haben neuer. Ich habe mehr Bauschaum da reingehauen. Ja? Und ich habe noch mehr Bauschaum da reingehauen. Ohne Witz, bei mir war nicht so viel Bauschaum. Ich nicht so viel Bauschaum drin. Ne? Ich habe einfach noch mehr Bauschaum da reingehauen. Ja, da muss halten. Hau mal rein, Gürgen. Hast du noch eine Tube hier? Schon wieder weißt du, nimmst du, und hab nur die Aufgabe der Bauschaum rein. Nimmst du den 1S von 2022, ist ja auch alles voll. 2030 nur noch ganz normal aus dem Bauschaum. Kann passieren. Langsam lockert sich das hier alles. Das werden wir zurück tun, ne? Bosch. Holen wir gleich zwei Tuben aus dem Baumarkt. So. Stell dir mal vor, du machst das dann hier alles zu und dann haust du hier jede Menge Bosch rein. So. Und platzt der von innen. Den Adapter sehe ich schon. Ich kann schon mal sehen. Ja, warte, der ist schon hier. Der ist hier. Freunde, der Akku ist gleich. Adapter ist gleich am Akku. Ja, das ist ein bisschen populär. Also bei unseren beiden E-Scootern war da nicht so viel Bauschaum. Warum jetzt hier so viel Bauschaum drin ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Allerdings geht das. Du musst ja ein bisschen Geduld haben. Puppel das einfach raus. Noch ein Tipp: Hier sind zwei Kabel auf der Seite. Am besten ist, ihr nehmt das, wo nur ein dickeres Kabel drin ist. Versucht das auf der Seite rauszukriegen. Wenn das rein zufällig auf der anderen Seite rauskriegt, ist natürlich gut. Nehmt es auch auf der Seite mit dem einen Kabel draußen. Mhm. Ich stecke den nochmal so lange raus, weil ich mit dem Schraubendreher da reingehe. Wenn ich die beiden Pinne gleichzeitig berühren werde, mit dem Schraubendreher vorne,
will ich einen Kurzschluss erzeugen? Das wollen wir natürlich nicht. Ich habe da gerade nur angesteckt, um euch da zu demonstrieren. Macht dann am besten erst ganz am Ende. Genau. Aber zum Thema Anstecken, da wird gleich auch noch was zu sagen. Das ist nämlich nicht mal eben einfach so dran machen. Da muss er gleich mal eigentlich rauskommen. Übrigens, sagen halt nicht immer alle YouTuber, abonniert, klickt hier auf die Glocke, damit wir mehr Glocken hören. Gute Frage, hat irgendjemand vielleicht auf diese Glocke gedrückt? Freunde, warum ich alle? Klickt auf die Glocke. Weil ich gewartet habe, wann Zusatzakku hier kommt. Da kommt er raus. Es ist ein Mädchen. Ah ne, es ist ein XTC, 30. XC60. Der 30er wäre besser, weil der ist deutlich kleiner. Stimmt. Hört nicht auf mich, ich habe keine Ahnung. Ich wenn ihr den XC30 auswählt, also wählt auf jeden Fall XC30 aus. Kann auch sein, dass dann nur an der Seite ein XC30 dran ist und nicht an der Seite hier. Aber das geht schon. Ihr müsstet sowieso einen kleinen Teil sehr wahrscheinlich löten. Dann könntet ihr den hier auch noch neu dran löten. Kann auch sein, dass der gleich ein bisschen zu sehr demoliert ist, wenn ich den endlich mal hier rausgekriegt habe. Ah, er war doch schon draußen fast. Was hast du getan? Was hast du getan? Er war doch schon fast draußen. Nein. Ich wollte eigentlich nur helfen. Ja. Er war doch schon draußen. Die Popelei. Ja, es ist nichts anderes als Popelei. Da ist er! Da ist er, der Junge! Freunde, hier ist er. Da ist er! Den Bauschaum würde ich da gleich noch rauskratzen, bevor er das Ding anschließt. Kleiner Tipp am Randon. Am Randon. So. Jetzt könnt ihr eigentlich schon wieder hier dran stecken und dann Dingen zumachen. Genau. Weil der Rest. Ich mache einfach meine Schuhe dazu. Yeah. So, Freunde, und das war jetzt eigentlich schon die ganze Kunst. Das war? So. Jetzt kommen wir gleich zum lustigen Teil. Also zuallererst, bevor die Frage kommt, wie lädt man das Ding überhaupt auf? Der hier hat einen Stecker. Ladestecker. Ihr werdet vermutlich nicht das passende Ladegerät für den hier zu Hause haben. Haben wir auch nicht. So, normalerweise, Freunde, wird empfohlen, dass man die zwischendurch mal getrennt lädt. Das heißt quasi, ihr steckt den später ab, zeige ich euch, wie das funktioniert, ist ganz einfach, und ladet das Ding auf über den Anschluss hier und das hier über den Anschluss hier. Haben wir in so vielen Foren gelesen, sonst explodiert euer Gasboiler. Da haben wir noch nie gemacht und da funktioniert immer noch alles. Also wir haben es noch nie separat aufgeladen. Natürlich könnte sich dadurch die Akkulaufzeit verlängern, aber wir haben es noch nie gemacht. Und ihr habt dadurch einen ganz, ganz gewaltigen Nachteil, nämlich die Spannung von dem Moped. Der hat 36 Volt. Die Spannung rechnet ihr aus mit U ist gleich R mal I. Das denkt ihr, hä? Nee. Aber egal. Jedenfalls hat der hier wie viel Volt? 36, ne? 36. Genau. Kann aber sein, dass wenn ihr beide 100% aufladet, die Spannung ein bisschen variiert. Gerade das Ding kommt aus China, wenn die Spannung zum Beispiel bei 38,5 Volt ist und die Spannung bei 36 Volt, könnt ihr die nicht zusammenstecken. Die Spannung darf nicht mehr als 1 Volt auseinander liegen. Bedeutet, ihr müsst dann wieder einen von beiden Akkus ein bisschen entladen, bevor ihr die zusammensteckt. Dann zeigen wir mal gleich nochmal eben. Ist die Variante, wie man es eigentlich macht. Wir haben es noch nie gemacht. Und es funktioniert immer noch? Funktioniert immer noch. Brennt noch niemand. Jetzt kommen wir mal zum Spaß. Außer mein Arsch. Zum spaßigen Teil. Jo. Oh. Alter Mann, ich könnte zu. Mayonnaise. Das ist Mayonnaise abgezogen? Ja. Das hier bringt uns was? Dieser Stecker? Nichts. Eben. Wenn wir den jetzt durchschneiden, müssen wir aufpassen, dass die beiden Kabel sich nicht berühren. Wenn die sich berühren, erzeugen wir einen sogenannten kurzen Schluss. Auch bekannt im Namen. Dann ist Eric in der Video. Kurz Schluss, eben. Deswegen versuche ich jetzt, auch wenn dabei ein bisschen Kabellänge flöten geht, die einzeln rauszuschneiden.
So. Das ist jetzt zum Beispiel der Schwarze hier, das ist jetzt der Jürgen. Hallo Jürgen. Jetzt schneiden wir den Roten ab. Wer ist der? Das ist der Rote. Ach, der Rote, okay. So, anschließend müssen wir die Kabel abisolieren. Das ist gerade gedacht. Was? So für das Video. Na gut, aber dann ist der Akku Schrott. Ja. So, ihr habt hier. Ich zeig mal eben. Kann man vermutlich nicht sehen, aber auf der runden Seite ist ein Minus drauf und auf der flachen Seite ist ein Plus drauf. Rot ist Plus. Dann ist jetzt der XT60 Stecker. 60 der Link Stecker. Ist in der Videobeschreibung. So, ihr nehmt natürlich jetzt einfach den hier, den roten, ne, der rote, steckt ihn hier quasi rein oder legt ihn so drauf, lötet den kurz an. Zeige ich euch mal eben, wie das geht. Eine Löthilfe dabei hilft. Deswegen ist ja auch eine Löthilfe. Habe ich nicht. Freue mich. Scheiße. Freunde, wir löten hier kein Kernkraftwerk zusammen. Warum wir löten hier einen Akku an den Roller. Deswegen, ne. Braucht keine Angst haben, da gibt es nichts falsch zu machen, außer ihr brennt. Ja, da wird jeder von euch hinkommen. Als allererstes, wir haben jetzt keine passenden Größen mehr. Packt ihr immer so einen Schrumpfschlauch jeweils drauf. Das dient natürlich zur Isolation. Isolation. Soßenbinder. Als allererstes machen wir mal den Pluspol. Dazu werde ich den Pluspol einmal abisolieren. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Mein Nachbar, der heißt Ewig. Okay. Jetzt geht aber los. Das Video geht schon wieder so lange, das ist dann wieder. Ja, aber wie willst du das kurz halten? Ich meine, klar, wir können weniger Bullshit labern, aber dann macht das erstens keinen Bock. Das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Eben. So, ihr habt das jetzt ungefähr so weit abisoliert. Wenn ihr das neben den Stecker haltet, seht ihr ungefähr, wie viel ich da abisoliert habe. Ich bin jetzt auch kein Lötexperte oder so, aber ihr habt das schon bei zwei Dingern geschafft, ohne dass was brennt. Mr. Lötmann. Ja. Was haben wir gelernt? Die flache Seite ist Plus. Jetzt würdet ihr diesen hier nehmen, hier so drauf, hier so, genau, hier so draufstecken, hier so reinstecken. Jetzt müssen wir den Herd vorheizen. Und mit Herd meine ich natürlich Lötkolben. Okay. Soll ich ihn mal einstecken? Achso, okay, machst du schon. Ja, ich bin nur der Filmer heute. Sind die Spitze abgebrochen? Ich meine, egal, wir haben noch welche. Volle Power. Und? Ist warm. Ganz richtig, wenn ihr so ein. Das ist irgendein so Billo-Lötkolben von Amazon. Ne, der ist aus dem Baumarkt. Ich hatte meinen bei Amazon bestellt, der war gar nicht bei Action geholt und den kannst du komplett vergessen. Machen auf jeden Fall auch einen in die Beschreibung rein. Genau, das Problem ist, passt auf, wenn ihr den irgendwo hinlegt. Hört sich jetzt dumm an, aber. Dann brennt es wirklich. Dann brennt es halt wirklich. Ne? Also, wenn ihr zum Beispiel ihn hinlegt, dann macht ihr so. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell so ein Lötkolben so ein Stück Pappe in Brand setzt. Auf jeden Fall schnell. Ist ja auch eine Pappe. So. Das Einzige, was hier ist, mit zwei Leuten geht es einfacher. Ich mache es aber testweise mal alleine. Wir können einfach hingehen, man riecht schon, dass der Lötkolben an ist. Steckt das Ganze hier drauf. Guckt, dass das irgendwie hält. Wie gesagt, das muss kein Kunstwerk werden. Das muss halten. Mona Lisa. Da kannst du von halten, was du willst. Es gibt so Löthilfen. Wir können mal eine, das sind quasi wie so kleine Ärmchen mit Zangen dran. Da könnt ihr das genauso einstellen, dass das Ding quasi von alleine hält. Wie gesagt, ich mache es einfach mal nicht, um euch zu zeigen, dass es auch ohne geht. Dass es auch ohne geht. Der kriegt da ein bisschen LZ, auch bekannt dem Namen Lötzinn. Der ist ein bisschen zu dünn, denke ich. Wir nehmen hier den etwas dickeren. Lötz. So, ein bisschen viel. Mr. Lötzinn. Ich habe das letzte Mal. Komm. Ich auch nicht. Ich habe letzte Mal auch nicht. Okay. So. So. Jetzt am besten geht er hin. Jetzt machen wir den roten da dran. Schmelzt etwas Lötzinn. Okay, das ist sehr heiß. Am Lötkolben. Und haltet es einfach so da drüber. So, das ist schön eine homogene Masse. Genau. Ein bisschen Lötzinn angelötet, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben erstmal. Hauptsache, ihr lötet den Stecker nicht an, da ist nur Plastik. Ja, das stinkt ein bisschen. Aber im Prinzip ist es auch nichts Gravierendes. So, jetzt haben wir ein bisschen Lötzinn aufgetragen. Jetzt mache ich das weg.
nehme mir dies. Und jenes. Und jenes. Und tu es noch ein bisschen verbinden, damit es besser hält. Genau. Wie gesagt, Freunde, das ist alles nicht so schwer. Das ist keine Hexenkunst. Zauberei. Mayonnaise. Ihr müsstet nur wollen. Ich will. So, ich mach. Sieht schon echt schön aus. Ja, das muss halten, ne? So, gucken wir mal auf der Seite zum Beispiel. Könnte noch ein bisschen was dran. Ja, das ist halt 400.000 Grad heiß, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, Freunde. Ich weiß auch nicht, wie alt ihr seid. Ansonsten fragt euren Vater, ob der euch das eben lötet. Guckt da leichter das Video mit und dann... Es gibt auch richtig gute Löt-Tutorials von Leuten, die halt löten können. Professionell löten können. Nicht so was, was ich hier mache. Aber ich will euch damit zeigen, dass sowas, was ich hier mache, für so einen Mist ausreicht. So. Das war es im Prinzip schon. Für die eine Seite. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Guckt echt, dass wenn ihr das Ding hier hinlegt, dass ihr das eben auf so eine Löthalterung legt. Aber auch da, guckt euch das an. Ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr so einen Bülle-Lötkolben habt, dann keine richtige Lötstation. Lötstation. Dass ihr wirklich aufpasst, dass die Spitze nirgendwo rankommt. Das ist wirklich wichtig, weil da könnt ihr echt eine Bude mehr abfackeln. Genau, Freunde, passt besser auf. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dann nehmt ihr hier den Schrumpfschlauch, den ihr vorher hier drüber gemacht habt. Bei Internet. Und ja, schiebt den hier hoch. Dann nehmt ihr ein Feuerzeug. Eine Sekunde. Ich habe nur 2 Sekunden. Der Kamera brennt gleich. Schon warm? Der Schübel ist warm. Vorgelötet. Nehmt ihr ein sogenanntes Feuerzeug. Das werden die Hater sagen, das macht man eigentlich mit Maisluftföhn. Ja, dann macht man mit Maisluftföhn. Ich mach das jetzt mit dem Feuerzeug. Einfach hier so leicht drüber. Legt das Gunnar hängt. Denkt dran, ihr wollt kein Feuer machen, ihr wollt das Ding anschrumpfen. Genau. Und ihr seht, hat das funktioniert? Ist geschrumpft. Ist geschrumpft, ist kleiner geworden. Das ist ganz wichtig, das vorher zu machen, weil wenn ich jetzt hier mit dem Kabel hier dran rumwirbel, können die beiden schon mal keinen Kontakt mehr herstellen. Ausgangssperre. Okay, Lockdown. Eben. Gleiche jetzt auf der anderen Seite. Das gleiche jetzt mit Jürgen. Jetzt kommt der Jürgen dran. Hier, da kommt mal dran, ne? Ja. Ihr könnt das auch kurz abkühlen lassen, ne, wenn ihr meint, jo, das ist jetzt aber noch ein bisschen hot. Und Chili Cheese. So. Zweite Seite ist ein bisschen. Ja, könnt Glück haben, könnt Pech haben. Ich habe jetzt Pech. Das hat quasi so ein bisschen sich so aufzwirbelt. Ich mag aber Zwiebeln. Dann müsst ihr mal gucken, wie er das einigermaßen zum Halten kriegt. Ich habe das jetzt gerade hier so reingedrückt einfach. Und das funktioniert. So wird es schon mal erstmal reichen. Dann bin ich da. Das ist keine Hexenkunst. In den Kasten da gelaufen. Ja. Und am besten ist, ihr atmet den Mist nicht unbedingt ein, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Also macht das Löten gleich mehr Spaß, aber. So. Macht das besser in der Garage. Das tragt einfach ein bisschen. Ihr macht das nicht auf dem Pappkarton. Also das. Das ist halt absolut dämlich, was wir jetzt hier machen. Macht das auf jeden Fall bitte nicht auf dem Pappkarton nach. Jetzt bist du Survival Masters und überleben sowas halt. So, ihr könnt einfach ein bisschen Lötzinn hier drauf tropfen lassen und das dann später mit dem Lötkolben so ein bisschen verteilen. Jetzt kommen gleich irgendwelche, ich sehe schon die Kommentare von den richtigen Lötern. Den ich habe mal zu gelötet hätte. Dann hätten sie mir meine Modelleisenbahn in den Arsch gesteckt. Wo ist deine Sicherheitsausrüstung? Ja, aber komm. Wohin? Wohin nicht. Wohin willst du? Las Vegas. Die YouTube-Trends. Ich glaube nicht, dass mein YouTube-Trend kommt mit einem halben Stunden Video. Ja, 40 Minuten Video.
Ich weiß nicht, wie lange die Video wird. Wir haben jetzt schon eine Aufnahmesession von 30 Minuten. Deswegen brennt auch schon langsam die Kamera. Ich fange jetzt noch ein bisschen Lötzchen auf und dann ist der Lötzchen noch gleich gelötet. Macht er den noch schöner? So. Herein. Du Schwein. Ja, hallo, die Lötpolizei. Kommst du mit? Sie sind verhaftet. So haben Sie das gelötet? Ja. Schelle so. So, lass jetzt kurz abkühlen. Schieb dann das Ding nach oben. Da müsst ihr nochmal schrumpfen. Hier oben schrumpft der meistens schon von alleine. Weil der immer noch warm ist. Warm ist gut. Kannst du gar nicht grabben. So, also. Tada! Ist jetzt kein Kunstwerk, aber es funktioniert. Jetzt können wir rein theoretisch. Jetzt können wir rein theoretisch einfach hingehen, Freunde, und die ganzen Dinge hier zusammenstecken. Aber was haben wir gerade gelernt? Passen auf die Spannung. Genau. Hier ist eine Sicherung drin. Mit 25 Ampere. Und wenn ihr den Stecker selber baut, könnt ihr nochmal so Sicherungsfassung dazwischen schalten. Wird ja nicht verkehrt. Also wenn jemand, ich kann einfach mal alles in die Kommentare verlinken oder in die Beschreibung, was man benötigt, um so einen Stecker selber zu bauen. Ihr könnt euch den hier nochmal angucken. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie der jetzt nochmal, ich kann nochmal kurz einmal abfilmen, wie der funktioniert. Hier haben wir den XT30 Stecker, den kleinen. Dann haben wir auf der anderen Seite den XT60 Stecker. Ja, das sind beides XT30, der große XT60. Achso, stimmt, hast recht. Einmal männlich und einmal weiblich, der XT30. Und das ist einmal weiblich XT60, was nach oben rauskommt für den Zusatzakku, um den... Genau, ihr könnt auch einen XT30 Stecker oben dran machen. Allerdings mit einem XT60 Stecker kann man einfach angenehmer löten. Ja, weil der ist halt größer. Und da man eh löten muss, kann man auch einen XT60 Stecker benutzen. Das ist gar kein Problem. Wenn ihr eh keinen Plan von Löten habt, dann ist das immer ein bisschen besser, wenn man nicht ganz so viel fummeln muss. Genau, deswegen so ein Adapter ist eigentlich echt easy. Ihr habt ja gerade gesehen, wie leicht er mit dem Löten funktioniert. So, jetzt nehmt ihr der Gerät. Ja, okay. Macht den hier fest, aber vorher, ganz wichtig, fummeln wir das Zeug hier raus, ob wir den noch feststecken haben. Weiß nicht, ob man das sieht, hier ist noch der Styropor drin. Bauschaum. Da mache ich ja Bauschaum, Styropor wäre sogar, aber ob das besser oder schlechter wäre. Ich würde uns da rausrieseln einfach. Komm schon. Wohin? Komm, Junge. Wohin? Ich dachte, hier nicht raus war. Johannis. Bäh. So bäh. Johannis. Bäh. So. Wäre noch lustiger, wenn er mit Ä wäre. Johannis, bäh. Aprikosenbär. Aprikosen mit Johannisbär. Oder Johannisbier. So ein Johannisbier. Johannisbier oben.
So, Freunde, nachdem ich das hier rausgekurbelt habe, könnt ihr hingehen, den hier an den, das ist quasi der Hauptakku. Genau. Einfach so. So, bam. Zip. Das darf nicht Zip machen. Dann habt ihr hier den, ja, hatten wir gerade den schon. Den männlichen, der kommt in das Dashboard. Zack. So, dann könnt ihr den hier so ein bisschen reinlegen. Also ihr dürft ihn nicht reinlegen, verarscht ihr nicht. Macht dann einfach hier irgendwo rein. Ja, wäre auch schön, wenn du den reinlegst. Das wäre voll unfair. So, dann alles wieder ein bisschen platt drücken. Das könnte man hier theoretisch schon das Ding drauf machen. Genau, dann legt ihr den Silber wieder da rein. Und dann schraubt er wieder fest. So, um zu gucken, ob das auch alles funktioniert. Kommt jetzt. Manometer, Spannometer. Wir müssen das Multimeter aufziehen. Nein, musst du nicht. Okay. Das ist kaputt. Nee, aber der war fast richtig, wo ich random gemacht habe. Ich glaube, das wird das längste Video auf unserem Kanal. Obwohl, ne, nee. Wenn man schon Scheiße geguckt, ne? Boah, das war echt schlimm, wa? Guckt euch das eine Stunde lang das schlimmste Video auf YouTube gucken an, auf unserem Kanal. Da denkt ihr auch, sind sie bescheuert oder behindert oder geistig gestört, behindert? So, ich mache kurz eine Geistig gehindert. Wurde hier geistig gehindert? Ich guck mal eben, was der sagt. Öl. Wenn da Öl steht, ist das nicht gut. Ich hätte außer du fragst hier. So, wir haben jetzt hier eine Spannung von 38,1 Volt. Kann man das erkennen? Ja, guck mal, erkennen. Okay. 38,1. Der hier, das ist das, was ich gesagt habe. Hier steht 36 Volt. Er hat aber eine Spannung von 38,1 Volt. Das ist ganz normal, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Hier steht so, ich habe 2 Volt zu viel. Könnt ihr 2 Volt verschenken. Aber ihr müsst die tatsächlich gleich auch verschenken. Denn jetzt kommt der springende Punkt. Springt der auch? Ja. Okay. Zusatzakku. Ich komme eben in die Richtung hier. So, ich stecke den jetzt nämlich zur Prüfung an den Zusatzakku, genau. XT60 Stecker. 40. Genau. Das ist auch 36 Volt, aber der hat 40 Volt. Was bedeutet das jetzt für uns? Entweder wir müssen den fetten. Achso, ich dachte, der. Achso, nein, der andere. 2 Volt weniger machen oder den Scooter 2 Volt mehr. Oder beide 1 Volt weniger. Geht auch. Ja, ein weniger, den anderen einen mehr. Da man den Akku so schlecht entladen kann, ohne dass man da dran tut, müssen wir wohl den Scooter aufladen. Ja. Bleibt da wohl nichts anderes übrig. Freunde, ein Volt Unterschied ist okay, dann könnt ihr es zusammenstecken. Wenn ich das jetzt zusammenstecken würde, könnte es zu Schäden am E-Scooter bzw. am Akku kommen. Muss nicht unbedingt sein. Kann auch sein, dass nichts passiert. Ich weiß nicht, für die Mutigen unter euch. Oder für genau. 10 Stück. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Guckt, dass ihr da nur ein Volt Unterschied habt. Und dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Ja, ich würde sagen, den Rest zusammenschrauben ist ja easy. Ne? Wieder Klappe drauf. Machen wir trotzdem. Hast du trotzdem mal? Wir wollten ein ausführliches, die können ja jetzt abschalten, wenn sie keinen Bock mehr haben. Ja, okay, aber wir wollten ein ausführliches E-Scooter-Video. Also hier so ein Moped-Video haben, muss das scheiß Channel. Vielleicht sollte man den. Dann auch ganz richtig vorne lötkommen. Nicht mehr drauf, dann wieder ausstecken. Nicht so wie wir. Nicht so wie wir. Nicht so wie hier. Drückt das hier so ein bisschen rein, dass das nicht knicken kann. So, jetzt könnt ihr knicken. Nehmt ihr ein Gerät. Und schraubt das Gerät an den Gerät. Genau. Schraubt das fest. Ja. Gleich ausmachen, bis das Ding hier dran ist. So lange aus. Bist du die mit dran ist? Mickey Maus. Hat nicht da, wo jemand kennt. Mm.
So, wie bei Toy Story, so diese grünen Dinger. Oh. Ach so, da sind wir wieder zurück. Da sind wir zurück. Haben wir den Scooter jetzt aufgeladen? Jetzt noch nicht 100%, aber das wird gehen. Einfach mal gemessen. Sagen wir euch das jetzt trotzdem nochmal. Boah, ist das aber. Ich schmeiß alles um. So, Freunde. Der Scooter hat eine Spannung von 39,4 km/h. Dafür schnell. Und der Zusatzakku hat eine Spannung. Ich muss hier bleiben. Von 40,1. Das ist ein halber, ja nicht ganz, ein bisschen mehr als ein halber Volt Unterschied. Da haben wir gelernt, 1 Volt kann man machen. Das heißt, wir stecken das ganze Gerät jetzt mal zusammen. Der Gerät wird nie müde. So sind wir da. Mach doch nicht Werbung vor einer YouTube-Channel. Das ist falsch rum. Nein. Hä? Hey. So. Alter. Ich weiß was meiner neue Warte war auch so schwer, den zu benutzen. Also. Das waren noch Zeiten. Hier wird noch eine Tasche drum kommen. Aber ist jetzt so der. Erstmal halte ich den jetzt hier fest, damit er der Ding hier drum bedenken kann. Ja. Ist zur Demonstration, deswegen ist das jetzt erstmal rein. Weil ihr müsst gleich nämlich, wenn ihr den Scooter, wenn ihr das verbunden habt, müsst ihr eine Runde fahren, damit sich die Spannung von den beiden Dingern ausgleicht. Macht das auf jeden Fall, ist besser. Ihr könnt auch ruhig Vollgas fahren. Ist sogar besser, wenn ihr Vollgas fahrt. Vollgasfahrt ist immer gut. Ja, nicht unbedingt immer, aber in dem Fall. Fahrt einfach gleich mal so 10 Minuten Vollgas, damit die Spannung ausgleicht. Das hält auf jeden Fall nicht. Ja, holt euch eine Tasche, verlinke ich euch. Ihr wisst ja, wie mein Scooter aussieht mit der Tasche. Funktioniert auf jeden Fall. So, Freunde, wenn wir alles richtig gemacht haben, dürfte jetzt nichts kaputt gehen. Es kann aber sein, dass gleich kurz blitzt. Das ist normal. Aber nicht erschrecken. Kakashi? Mhm. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Okay. Seht ihr alles? So, Freunde, seht ihr, alles funktioniert, alle leben noch, ja, jetzt testen wir nicht, ob das Ruder überhaupt mal angeht, ne? Und da fährt sogar 38,33. 33 km/h mit Tempomatchen. Ja, wie das Ding wisst ihr ja auch, ne? Was haben wir heute gelernt? Wir haben heute gelernt, wie man die Survival Masters abonniert, hoffentlich, Freunde, weil ich dann schlecht vom Schwitzen. Und die Glocke. Die Glocke, aktiviert mal die Glocke. Ich komme immer wieder, bevor ich das sage. Aber aktiviert die Glocke, Freunde. Ich bin ein Blali und bin scheiße, na Spaß. Aber, Back Dislike. Nein, ich bin ein Blali, eigentlich cool. Früher mal gerne geguckt, Arnie Tails. Ich Tails. Was Survival Masters Tails? Ja, die tellen jetzt. Der hat früher getaggt, jetzt tellen wir. Ja. Ja. Ja, Freunde, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, wie man das Ding schneller macht. Wir haben gelernt, wie man Swellmaster abonniert. Wir haben gelernt, wie man Zusatzakku dran war. Ich habe nur das gelernt. Ja, ihr habt uns gebeten, mach doch mal so ein Video. Wir haben es gemacht. Wir machen das. Ausführlich. Aus dem Fenster. Wir springen aus dem Fenster sofort. Ja, du vielleicht. Ja, der denn. Ja, ich würde sagen, ja, wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann wäre es sehr nett, wenn ihr uns abonniert. Wenn euch das Video nicht weitergeholfen hat, dann verratet es bitte keinem. Nein, ja. Schreibt mir kurz mal, ob ihr noch irgendwelche Hilfe braucht, welche Stecker und wie. Wenn ihr auch weitere Fragen zu diesem Scheiß-Teil habt, sondern ihr Scooter, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir versuchen alles zu beantworten oder ein Video dazu zu machen.
Wir haben sehr viele Videos auf der Warteliste. Wir können einfach nicht immer 10 Videos am Tag machen. Das dauert halt eine Weile. Da braucht es eine Zeit, wo die Qualität wächst. Wir wollen jetzt alle 2 Tage ein Video hochladen, mindestens. Ja, eigentlich alle 2 Tage ein Video. Wir versuchen es. Wenn man nicht klappt, klappt es nicht, Freunde. Wir haben beide sehr viel zu tun den ganzen Tag. Ich zum Beispiel nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, das Video geht schon lange genug. Deswegen sage ich mal, immer schön das Gemüse essen und Survival Master treu bleiben und bis bald.